Die nächste Prime-Icon steht uns jetzt schon wieder bevor. Dazu kommt natürlich 3 neue Footmas-SBCs mit einem richtig geilen Super-Sub, die wir abschließen werden. Let's go! An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und zum nächsten Footmas-Video. Was wir uns heute angucken werden zum Tag Nummer 7 ist natürlich die neue Icon SBC, 3 neue Footmas-Spieler. Und ihr seht schon im Hintergrund, es geht langsam los mit Vorbereitungen für den Malle-Stream. Ich habe ein paar neue Gadgets ausprobiert und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, vor allen Dingen mit dem UV-Licht hier hinten. Ich finde das eigentlich ganz nice, vielleicht können wir das da irgendwie noch ein bisschen besser machen, vielleicht holen wir uns dann noch ein bisschen mehr, weil viele auch geschrieben haben in den Hintergrund, machen wir ein bisschen mehr Farbe rein und ich denke, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es ist Weihnachtszeit, Jungs, ihr seht es schon, der Weihnachtsbaum ist auch noch mit am Start. Für alle, die nicht wissen, um was es geht, ab dem 22. ist das, glaube ich, der Samstag, um 22 Uhr geht es los mit der Malle-Party. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das könnte vielleicht ein bisschen verstörend werden, beziehungsweise nehmt das Ganze nicht zu ernst. Wir sind alles nur Menschen, wir machen sehr viele bekloppte Dinge und ich mache das einfach mal in einem Mallorca-Ballermann-Livestream. Also seid auf jeden Fall dabei, ich bin heiß auf die ganze Sache. Wenn euch das ganze Video wieder gefällt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielen, vielen Dank für den kompletten Support der letzten Tage auch wieder. Lasst das gerne auch da mit einem kostenlosen Abo, damit du keinen Stream oder Video mehr verpassen solltest. Das Video entsteht wieder in Kooperation mit OneFootball und falls du noch PSN oder Xbox-Karten brauchst, schau gerne bei meinem Sponsor MMOGR vorbei. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Aber denk dran, Packscene kann süchtig machen. Jetzt gehen wir erstmal wieder rein. Wir sind natürlich wieder auf ganz entspannt hier auf unserem Main-Account. 760.000 Münzen haben wir zur Verfügung. Wieso, weshalb, warum ich immer weniger Coins habe von Video zu Video. Schau da unbedingt das Video an, was gestern Abend rausgekommen ist. Wir haben wieder einiges investiert. Insgesamt haben wir auch 108 Packs wieder am Start. Also das geht auf jeden Fall klar. Ich denke, das Team of the Year kann auf jeden Fall gut kommen. Machen wir weiter und gehen direkt mal rein zwecks Squad-Building-Challenges, denn da sind natürlich wieder neue rausgekommen. Wir gehen erstmal rein auf die Icon-SBC, die neu rausgekommen ist. Wir hatten ja Ballack, wir hatten Campbell, wir haben uns vorgestern mit Costa beschäftigt und gestern mit Roy Keane. Jetzt ist dazu noch gekommen Rivaldo, der gute alte Rivaldo ist mit am Start. Leider hat seine Karte mittelgeringe Arbeitsraten, 2 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skills. Trotzdem gute Werte, keine Frage, 92 Dribbling, 91 Schuss, 87 Tempo, 88 Passne, dazu 78 Physis. Attributdetails sehen folgendermaßen aus. Also ihr seht schon, da ist alles von Tempo bis hin zum Dribbling, alles extrem stark, bis auf die Balance, die ja bei 77 liegt. Dazu Defensive, Kopfballpräzision passt, Ausdauerpass, Stärke passt. Also so schlecht sieht die Karte jetzt nicht wirklich aus. Gesamtkosten aber dieser Challenge liegt bei 953.000 Münzen für die PlayStation, 975.000 Münzen für die Xbox und 1,06 Millionen auf dem PC. Dazu gibt es aber natürlich wieder die Rivaldo-Leihkarte, die ihr natürlich testen könnt. Da ist der Preis zwischen 18.000 und 20.000 Münzen auf beiden Konsolen. Da könnt ihr auch sehr gerne mal nachschauen. Gehen wir ganz kurz rein in die Rivaldo-SBC und gucken mal, was gibt es für Packs, was gibt es insgesamt für SBCs. Wir haben natürlich wieder die 3 Standard-Dinger. Jeder fängt mal klein an, auf dem Weg an die Spitze und Weltklasse. Dafür gibt es natürlich wieder ein Silberspieler-Pack, ein Goldspieler-Pack und ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack. Des Weiteren müsst ihr eine Ikone abgeben. Das ist natürlich die teuerste Challenge. 674.000 Münzen kostet die insgesamt. Dafür kriegt ihr ein 125k-Pack raus. Ihr habt dazu noch ein 83er, ein 84er und ein 85-Rated-Squad, was ihr braucht. Dazu müssen insgesamt 5 Team of the Week Spieler plus die 2 von Weltklasse, also 7 Team of the Week Spieler abgegeben werden. Das 83er Rated Team kostet euch auf PlayStation 31.000 Münze, das 84er kostet euch 78.000 Münze und das 85er Gesamtteam kostet euch 133.000 Münzen. Rewards, 55k-Pack, 50k-Pack und 35k-Pack. Und ich persönlich muss mal gucken, was Rivaldo gerade kostet, damit wir einen kleinen Vergleich haben. Ich glaube, seine Prime-Icon von Rivaldo kostet, wenn mich nicht gar nicht täuscht, knapp 1,2 Millionen. Ich gucke mal ganz kurz nach, beziehungsweise war es Stand letztens. Jetzt ist er schon bei 1,12 Millionen, bedeutet, ihr würdet 1,1 Millionen, sogar ist schon wieder weiterhin gefallen. Ihr würdet sozusagen mit den Kosten, die ihr abgeben müsstet, 150k sparen plus die Packs. Ist eine Ikone, wo ich sage, das sollten eigentlich nur die Leute machen, die Rivaldo früher extrem gefeiert haben. Weil auf der linken Flügelposition gibt es natürlich mit Ronaldinho Prime, die rauskommen, wir haben Hazard, POTM etc.
extrem geilere Spieler. Denn von den Werten her sieht Rivaldo zwar nicht schlecht aus, aber seine 2 Sterne schwache Fuß machen das Ganze irgendwie zunichte. Mittelgeringe Arbeitsraten ist jetzt auch nicht so überragend. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser SBC haltet. Ich bin auf jeden Fall interessiert an eurer Meinung. Machen wir weiter mit den 3 Spielern, die rausgekommen sind. Und zwar sind das einmal Dele Alli, wir haben Jordan Lukaku, wir haben Leon Bailly. Und ich muss sagen, Dele Alli haben wir predicted, Leon Bailly haben wir predicted und Jordan Lukaku habe ich gesagt, das wäre super geil, wenn er kommen würde, aber als linker Verteidiger. Er ist leider als linker Mittelfeldspieler gekommen, deswegen ist auch seine Challenge relativ günstig. Gehen wir mal in die ganze Sache rein, gucken uns mal Lukakus Werte an. Er ist 1,77 groß, Hochmittelarbeitsraten, 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skills, 94er Tempo, 71er Schuss, leider nur 79er passende, 82 Dribbling, 82 Physis, 75 Def. Also ihr seht, als Linksverteidiger wäre diese Karte echt extrem geil gewesen. Attributdetails, ihr seht, richtig starkes Tempowerte, er hat Schusskraft 88, einen Abschluss von nur 62. Kurzer Pass 83 geht klar, langer Pass ist auch in Ordnung. Wir haben Dribbling technisch alles über 80, bis auf den Ruhewert, der liegt bei 78. Defensive, faire Zweikämpfe, Grätsche, Manndeckung, Abfang, sieht solide aus. Wir haben eine 86er Stärke, eine 77er Ausdauer, 75er Sprungkraft. Kostenpunkt liegt bei ihm bei 18.000 Münzen auf der PlayStation, 20.000 auf der Box und 20.000 auf dem PC. Ich persönlich bin am Überlegen, ob ich sie trotzdem mache, zurzeit noch nicht. Schreibt mal gerne rein, sollte ich ihn machen, ja oder nein. Anforderungen wären Serie A mindestens 3 Spieler, Belgien mindestens einer. Spieler aus derselben Liga maximal 4. Team of the Week Spieler braucht ihr mindestens einen Spieler und eine Gesamtbewertung vom Team nur von 79. Das ist nicht viel, also macht sozusagen der Team of the Week Spieler die Hälfte insgesamt aus. Wenn wir da einen roten Inform abgeben, wird man vielleicht so 10.000 für diese Mannschaft bezahlen. Teamchemie von 85 geht auf jeden Fall fit, relativ einfach, muss man wirklich sagen. Und damit machen wir direkt mal weiter mit der nächsten SBC und das ist die von Dele Alli. Dele Allis SBC sieht mit einem 86er Rating sehr gut aus. Ich bin davon ausgegangen, dass wir da einen 86er Rated Squad brauchen. Brauchen wir aber nicht, sondern einen 85er. Aber Alli, 86er Gesamtbewertung, 77er Tempowert, 84 Schießen, 81 Passen, 84 Dribbling, 80 Physis, 69 Def, 3 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegungen, Hochmittelarbeitsraten, sieht sehr, sehr stark aus, keine Frage. Guten Tempowert, Schuss geht auf jeden Fall auch klar, ist 10er mit einem Abschluss von 86, Fernschüsse könnten vielleicht ein Stück weit höher sein, Stellungsspiel 89, wir haben ein gutes Passspiel mit kurzer Pass 87 und langer Pass 81, Übersicht 87, Dribbling-mäßig, bis auf die Balance, alles sehr, sehr stark, Beweglichkeit könnte vielleicht auch noch ein Stück weit höher sein, wir haben eine gute Kopfballpräzision, Abfangen geht auf jeden Fall klar, Manndeckung, faire Zweikämpfe und Grätsche könnten ein bisschen besser sein. Ausdauer von 92, was sehr stark ist. Aggressivität von 86 und eine Stärke von 72. Lässt die Karte auf jeden Fall sehr, sehr gut erscheinen. Insgesamt der Kostenpunkt bei Dele Alli 108.000 Münzen auf der PlayStation, 120.000 auf der Box und 123.000 Münzen auf dem PC. Was braucht ihr dafür? Ganz einfaches Ding. Premier League Spieler mindestens 2 Nationalitäten, maximal 4. Teamgesamtbewertung von 85, Teamchemie 80, Anzahl Spieler im Team 11. Ich persönlich werde diese SBC aber nicht machen, da ich schon Mkhitaryan habe als Europa League Karte und ihn allgemein extrem stark finde. Schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr Alli gemacht? Wenn ja, mit nein, habt ihr überhaupt einen von den dreien gemacht? Schreibt mir gerne eure Begründungen rein, warum ihr ihn gemacht habt oder weil ihr ihn feiert oder auch nicht. Oder was auch immer, ich bin darüber auf jeden Fall sehr interessiert, also ballert alles in die Kommentare rein. Weitermachen wir natürlich mit der letzten Challenge und zwar ist das Leon Bailly. Leon Bailly mit einem 84er Rating und richtig guten Werten. Und zwar hat er 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegungen, Hochmittelarbeitsraten 1,80 groß, 95er Tempowert, 81 Schießen, 78 Passen, 87 Dribbling, dazu 67 Physis. Er ist pfeilschnell, sieht man auch an den Attributdetails. Er hat einen soliden Abschluss, Fernschüsse passen, Volleys, also alles so wirklich im 80er Bereich rum, was sehr gut ist. Das gleiche auch beim Passspiel. Dribbling ist natürlich nochmal geiler. Er hat einen 89er Dribblingwert, 88 Beweglichkeit, Balance passt. Er hat natürlich nur eine 61er Stärke, 79er Ausdauer, Sprungkraft von 90, was echt krass ist. Und ich muss persönlich sagen, diese Karte werden wir auf jeden Fall abschließen. Liegt einfach daran, dass diese Karte ein extrem, extrem geiler Super Sub ist. Deswegen will ich ihn unbedingt mal testen. Insgesamt der Kostenpunkt ist nämlich auch gar nicht so teuer. 50.000 Münzen auf der PlayStation, 57.000 auf der Box und 60.000 Münzen auf dem PC. Was ihr dafür machen müsst, ist
Folgendes, diese Challenge haben wir abgeschlossen, indem wir 4 Spieler mindestens aus der Bundesliga haben, Spieler mit derselben Nationalität, maximal 6 Spieler aus derselben Liga, auch maximal 6, Teamgesamtbewertung von 84 und Teamchemie von 85. Ich bin wahrscheinlich ein Stück weit zu teuer gegangen, gehen wir ganz kurz rein in die Preise. Wir haben Baumann für 5,2 geholt, 3,6 für Mandzukic, 8.100 für Dzeko, wir haben 6,1 für Gomez bezahlt, 1,7 für Lukas Leiva, genauso für De Rossi, 12,5 für Milinkovic, Savic, 4.000 für Radetzky, Nastasic kostet 8.700, er ist extrem in die Höhe geschossen, 4.000 für Tah, 2.000 für Bender und Baumann 5.200 Münzen. Also ihr seht, ich glaube, mit der Challenge sind wir ein Stück weit teurer gewesen, als sie angezeigt wurde. Aber für 50-60k nehme ich diese Karte unfassbar gerne mit. Und deswegen wollen wir den auch direkt mal abschließen. Leon Bailly kommt sozusagen bei uns in den Verein als Super Sub. Ich finde diese Karte extrem geil. Schreibt mir gerne rein, was ihr von dieser Karte haltet. Und damit schließen wir den ganzen Chose mal ab. Leon Bailly kommt zu uns in den Verein. Und damit gehen wir dann direkt mal auch wieder rein in die ganze Sache, wie welche Spieler morgen kommen könnten, beziehungsweise heute. Für euch ist das ja heute. Und da gucken wir direkt dann mal rein. Aber da ist erstmal Leon Bailly, dem ist es natürlich mal wieder kalt. Man kennt ihn, gar keine Frage. Und jetzt wollen wir erstmal gucken, wie es aussieht, zwecks der Spieler, die jetzt heute Abend vielleicht sogar kommen könnten, weil es sind nur noch 4 Tage übrig. Wir haben heute schon den 21. ne? Und langsam gehen halt die echt guten Nationen hier auf jeden Fall los, ja, beziehungsweise auch Teams. Ja. Von den Trikotnummern kommen halt meistens wahrscheinlich Abwehrspieler. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Leon Bailly ist sozusagen bei uns drin. Wie gesagt, wir haben noch über 3000 Objekte, die wir erst verkaufen müssen, um den überhaupt zu bekommen. Aber gehen wir ganz kurz rein, und zwar auf den Transfermarkt. Und zwar geht es hier am 21. Dezember, den wir heute haben, um Platz Nummer 4 der Weltrangliste. Und das ist die Nationalität von Luka Modric. Und das ist Kroatien. Kroatien ist sozusagen ein Spieler, der heute definitiv kommen kann. Hier haben wir sie, und da gucken wir direkt mal rein als Goldspieler, wer könnte denn kommen. Gehen wir mal ganz kurz durch. Subasic wäre eine Möglichkeit, gar keine Frage. Mandzukic hat schon eine Scream-Karte, würde ich eher nein sagen. Kovacic wäre eine Möglichkeit, genauso wie Brozovic. Wir hätten Kramaric, der hat aber jetzt erst einen Inform bekommen. Mandzukic, wie gesagt, eher nicht, genauso wie Perisic. Rakitic könnte kommen. Wäre eine ziemlich geile Karte, jetzt vom Rating her auch. Wieder hat jetzt der erste Info bekommen. Wer mich aber am meisten anlächelt, ist der Rechtsverteidiger, und zwar ist das Frisialko. Der Rechtsverteidiger von Inter Mailand, ich weiß gar nicht, wo der ist, der hat zwar ein OTW bekommen. Schwierig. Er hat ein OTW, das wissen wir ja alle, aber ich kann mir persönlich trotzdem vorstellen, dass EA vielleicht wirklich sagt, pass auf, den wollen wir vielleicht doch irgendwie rauskriegen. Ja, ich weiß halt wirklich nicht, ob das so schlau ist, wenn eine Footmiss-Karte von jemandem kommt, der eine OTW-Karte hat. Deswegen, das ist das Einzige, was mich ein bisschen zweifeln lässt. Ich würde am meisten mich über Rakitic freuen, gar keine Frage. Und werden wir sehen. Ja, werden wir sehen, wen es dann noch so gibt. Wir könnten, klar, Modric könnte kommen, aber ich denke, Modric wäre zu viel. Ja. Gehen wir weiter in die Premier League rein, denn wir müssen ja gucken, wer ist denn Vierter letztes Jahr geworden. Und in der Premier League war es der FC Liverpool. Das bedeutet, es kann ein Spieler von Liverpool kommen. Wer das ist, ihr könnt es sehen. Wir hätten Alisson, hat einen OTW. Wijnaldum Inform. Keita wäre eine Möglichkeit. Robertson hat einen Inform. Shaqiri hat eine Scream-Karte. Das Kranke an der ganzen Sache ist wirklich, dass fast jeder Einzelne von Liverpool mittlerweile schon eine Special-Karte hat. Sturridge hat eine. Oxlade-Chamberlain hat noch keine. Oxlade-Chamberlain könnte es sozusagen werden. Roberto Firmino hat erst eine bekommen. Die haben wir ja auch abgeschlossen. Trent Arnold hat sozusagen auch eine Special-Karte. Wir haben den OTW von Keita. Wir haben den Inform von Mané. Also da wird es relativ schwierig, dass sie da wirklich die Premier League bringen. Ich bin mir da relativ unsicher. Ich denke eher nicht. Deswegen lassen wir das mal weg und gehen mal weiter in die Ligue 1. Und in der Ligue 1 ist es Olympique Marseille. Und Marseille ist wieder eine Mannschaft, wo man sich sehr gut vorstellen kann, dass sie da wirklich was bringen. Denn aus der Ligue 1 kam sozusagen noch nicht unbedingt viel. Wir hätten einen Strootmann, wir hätten einen Luis Gustavo, wir hätten einen Tovar. Der hat aber zum Beispiel eine Special-Karte zwecks SBC und Inform. Wir hätten Mondanda, könnte man bringen. Wir hätten aber auch so eine Karte wie Payet. Oder Payet, wie auch immer ausgesprochen wird. Ich weiß gerade gar nicht, warum der hier gar nicht auftaucht. Hier ist er. Payet wäre zum Beispiel auch eine richtig, richtig geile ZOM-Karte. Mit dem 86er Rating könnte ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass sie diesen Spieler hier bringen. Also, Payet wäre schon nice. Also, ich denke, Rakitic wird kommen, weil Frisialke wird es wahrscheinlich nicht wert, ne? Rakitic oder... Ja doch, es müsste... Ich denke, es wird Rakitic. Und bis jetzt
größter Pick ist natürlich Payet oder Payet, den ich mir am meisten wünschen würde und der für mich vielleicht auch ein Stück weit Sinn macht. Machen wir weiter mit der Serie A, da wäre es dann Inter Mailand. Da ist wieder die Frage, Frisialgo könnte da wiederkommen, aber wir hätten einen Miranda, wir hätten einen Skriniar. Geht nicht, weil Skriniar SBC-Karte hat. Vecino hat eine SBC-Karte. Kantreva wäre okay. Dalbert wäre sehr, sehr nice. Keine Frage, wenn er aber mindestens ein 80er, 82er Rating bekommt. Würde ich jetzt persönlich meinen. Schreibt mal gerne rein, was ihr davon haltet. Weil Diao hat schon Info bekommen. Nainggolan wäre zu krass. Der kam ja auch letztes Jahr. Da musste man ein 87er Rating abgeben. Das war richtig heftig. Frisialgo, wie gesagt, Martinez, Perisic auch eher nicht, weil er hat halt einfach schon eine Team of the Group Stage Karte von der Europa League jetzt mittlerweile. Nainggolan wäre zu krass. Also ich würde sagen, Nainggolan wäre zu krass. Denke aber eher, Miranda wäre hier, glaube ich, die beste Lösung. In der Bundesliga ist es übrigens vierter Platz Dortmund geworden. Ich hoffe sowieso auf Dortmund. Wenn Dortmund kommt, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Spieler wie zum Beispiel den Kagawa nicht unbedingt freuen. Eher so ein Piszczek, eher so ein Pulisic, das wäre ziemlich geil. Ein Diallo wäre geil, ein Götze haben wir schon, weil ich will natürlich alle Special-Karten von Dortmund haben. Und je mehr es gibt und so verschiedener sie sind, desto bunter ist es, desto geiler wird es auch sein, meiner Meinung nach. Ein Toprak könnte kommen, aber ich denke, Maximilian Philipp wäre noch eine Möglichkeit mit der Champions-League-Karte. Hat er aber auch schon eine Special-Karte. Ich denke, dass von Dortmund diesmal nichts kommen wird. Und dann gehen wir zuletzt in die La Liga rein. Und in der La Liga, vierter Platz, wurde der FC Valencia. Ja, gestern hatten wir Villarreal, jetzt Valencia. Und da guckt mich auch jemand an, der sehr, sehr geil aussehen könnte. Was hat man schon? Wir hätten zum Beispiel Kondogbia, wir hätten Gamero, der aber gerade eine Food-Swap-Karte bekommt. Aber mich am meisten anlächeln ist Rodrigo. Rodrigo in der 86er-Version sieht halt so abartig gut aus. Das ist absoluter Wahnsinn. Also ich bin mega gespannt. Falls Rodrigo kommt, wäre es sensationell. Kondogbia wäre geil. Paulista wäre auch geil. Payet wäre geil. Und alle Dortmunder wären sowieso geil. Liverpool wird es relativ schwierig werden. Inter Mailand, Nainggolan. Ich bin gespannt, ich lege mich aber fest, es wird entweder Payet oder Rodrigo kommen. Lege ich mich jetzt einfach mal so fest, mal gucken, ob es stimmt. Und zwecks Rücken Nummer 4, schreibt mir gerne wieder in die Kommentare. Ich weiß, dass Süle die 4 hat und dass Fabregas die 4 hat. Wer sonst die 4 hat, absolut keine Ahnung. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare rein. Da können wir uns ja mal austauschen, wer könnte es denn noch so werden. Ja, und das soll es auch schon von dem Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich, euch hat das ganze Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Denkt dran, am Samstagabend, Malle Party ist angesagt. Ich wünsche euch noch, wie gesagt, einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Viel Erfolg in der Weekend League. Ich bin damit raus. Euer Chris und ciao.